Hey Leute, willkommen zu der ersten richtigen Folge des Let's Play Die Römer. Ja, was soll ich sagen? Das Selbsttest ist relativ gut angekommen eigentlich. Ich habe jetzt nicht wirklich so Feedback bekommen. Aber das ist ja eigentlich auch normal. Deswegen dachte ich mir, komm, mach das Spiel einfach mal weiter. Die Leute haben eh so wenig gesehen von dem Spiel, dass sie es eigentlich praktisch nicht beurteilen können. Deswegen mache ich nochmal ein paar Folgen. Falls ihr dann nochmal sagt, das ist scheiße, dann könnt ihr ja immer noch aufhören. So, also wir waren mit Florenz erstmal fertig. Und dann jetzt hier, so. Willkommen im prosperierenden Pompeji, Statthalter. Damit alle Bürger Unterkunft finden, müssen sie mindestens 10 Häuser errichten lassen. Aufgrund des unfruchtbaren Landes gibt es hier bereits ein Lebensmittelproblem. Wenn Sie diese Krise lösen wollen, müssen Sie die Handelsbeziehungen mit dem mit Weizen reichlich beschenkten Florentia etablieren. Ach komm, jetzt müssen wir klauen. Bauen Sie Ihre Stadt so weit aus, dass Sie mindestens 10 Häuser Kasa fast. Richten Sie Handelsrouten für den Tausch Eisenerz gegen Mehl mit Floria ein. Floria, Florentia. Kriegen Sie da. Ach, schon wieder Nahrungsbedürfnisse. Kurz gucken. Nee, ist alles okay. Ich hatte gerade eine Computerfehlermeldung. Scheiße, Windows. So, was haben wir denn hier? Das ist Pompeji. Wo ist denn der Vulkan? Sehe nicht. Der Vesuv. Ach, da. Ist das der Vesuv? Ich geh mal kurz sehen. Ich geh mal kurz die Klippen hoch. Er sieht so aus. Nice. Guckt euch das mal an. Und Screenshot. Und wieder zurück. Statthalter, der Boden hierzulande ist viel zu unfruchtbar, um Weizenfarmen effektiv betreiben zu können. Und die Mehlreserven der Stadt schwinden rasend schnell. Sie sollten die Handelsposten nutzen und Handelsrouten aufbauen, um das dringend benötigte Mehl zu importieren. Okay, dann handeln wir jetzt mal in anderen Städten. Was können wir denn so handeln? Hier habe ich nämlich schon so ein Feld gesehen für Handeln. 2 Eisen Bauer. Das, was wir brauchen, ist ja Mehl. So, das sind hier die, ja genau, Handelsposten. Ich glaube, wir müssen es jetzt zweifach machen. Also, hier gibt es 6 Mehl gegen Eisenerz. Haben wir denn hier Eisenerz? Guck mal kurz auf der Karte. Ne, hier ist Stein und. Okay, gut. Dann müssen wir auch noch Eisenerz importieren. Ah, Bauholz. Sägewerk haben wir ja. Perfekt, dann können wir das einfach so machen. Dann machen wir Bauholz. Und hier machen wir, warte mal, andersrum. Hier machen wir Mehl gegen Eisenerz. Und hier machen wir Eisenerz gegen Bauholz. Wir müssen das hin und her tragen. So. Aber Rohmehl können sie ja nicht essen. Deswegen müssen wir auch wieder Bäckereien bauen. Goldsaat können wir auch bauen. Hier können wir hier unsere Instruktion, Infrastruktur, also, sorry. So 10 Häuser hat sie noch gesagt, ne? Ich brauche noch eine Bäckerei. Mach ich einfach hier hin. So, sind in meine Stadt. So. Und Schlachterladen. Denke ich mal. Mit Schwein. Können wir mal dazu bauen. Und ja, Schneiderladen und sowas, das haben wir ja. Was will der? Brot. Ja, gut. Single einer zufrieden, 5 desoliert. Aber die Mehlreserven müssten ja eigentlich jetzt. Ja, genau. Okay, es funktioniert anscheinend. Hier sind die Händler. Authentische Händler. Ja, genau, die nehmen sich jetzt das Holz. Und tun praktisch jetzt das Eisen wieder raus, wieso? Sind halt die Arbeiter. So, was du willst. Bürger feiern die erste Geburt. Jetzt. Erste Geburt. Es sind schon 7 Kinder da. Okay, gut. Bug des Todes. Ja. Ich glaube, das sind keine richtigen Kinder. Das sind irgendwelche. Keine Ahnung. So. 10 Häuser hat er gesagt. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 2 Häuser. Das sollten wir hinbekommen. Dann noch Pompeji.
Und was wird hier? Keine Arbeiter. Hast du Pech gehabt. Sie können jederzeit während des Spiels die Gebäudepriorität während der Fertigstellung erhöhen. Das bedeutet, dass die benötigten Materialien dort zuerst hingebracht werden. Zum Erhöhen der Gebäudepriorität wählen Sie das Baugerüst aus und nutzen die Schaltfläche Gebäudepriorität erhöhen im entsprechenden Informationsfenster. Ja, wenn wir zum Beispiel, das kann ich dazu erklären, der kann das ziemlich schlecht erklären. Wenn wir jetzt mehrere Baustellen haben, dann können wir bei dem einen sagen, Gebäudepriorität erhöhen, das ist dieses Flaggschiff da oben, was da war. Und dann, ja. Oh, Brot ist schon fertig. Ist ja. Zwei. Einer ist isoliert. Mehr Wurstwaren. Jetzt zum Schlachter. Nice. Okay, dann wäre es mit Pompeia schon fertig. Zehnte Bauwerk, Casa. Muss man mal einen Screenshot machen. Warte. Ich bin zufrieden. So ein Screenshot von den Handelsposten machen, weil das ja jetzt hier zum Handeln geht. So. Statthalter, die Kunde Ihres Regierungsgeschicks wird im ganzen Land vernommen. Zwei weitere Städte bitten Sie um Hilfe. Ihre nächste Mission wählen Sie über die Schaltfläche Globalkarte aus, die sich jetzt dort befindet, wo vorher die Schaltfläche Missionen war. Viel Erfolg. Okay. Oh, das ist schon geöffnet. Können wir mal hier so machen. So, Florencia oder Siracuse. Fangen schneller Feuer. Ja, schneller krank. Haben wir erstmal Florencia, oder? Würde ich sagen. Statthalter, die verheerende Dürre hat eine Feuersbrunst ausgelöst, die durch Florencia jagt und wertvolle Felder und Gebäude vernichtet. Sie müssen Florencia retten. Tja, berechnen Sie einen Perfekteur, retten Sie mindestens einen Wurf. Gibt es Feuerwehr? Feuerwehr. Rette schon was. Ja, gut. Perfekteur. Ach, der ist riesig. Ja, wo kriegen wir das ganze Wasser her? Ja, so ist alles abgedeckt. Aber wir müssen mehr Brunnen bauen, glaube ich, ne? Ich verlängere das hier mal. So, ich trete das, glaube ich, ab. Wieder aufbauen. Achso, wenn es abgebrannt ist, dann ja, gut. Ich habe noch keinen Perfekteur. Vor allem einfach direkt vor meinem Stadtteilpalast brennt einfach ein Haus, mich juckt es einfach nicht, niemand hilft. Die Leute kommen da auch nicht raus oder so, nee. Die Präfekten benötigen Wasser, um die Feuer zu löschen. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Brunnen in der Stadt zur Verfügung stehen, damit die tapferen Männer mit dem Löschen fortfahren können. Hab ich mir schon gedacht. Ich mach mal einfach da noch ein paar Brunnen hin, wo schon noch welche hinkommen können. Oder schon welche sind. Erschafft. Ja, hier hinten nicht. Hier noch einen machen. Auch nochmal was. Da hinten. Da arbeiten viel zu wenig Leute drin. Ein Haus. Noch ein Haus. Ja, hier fehlt ein Brunnen. Ja, da hinten ist einer oder sonst. Ja, drei Leute. Kriegen sie es hin? Ich weiß nicht. Oder löschen sie immer.
Vier, ja, drei Leute von vier am besten. Ich glaube, man muss vier Leute haben. Und nice. Okay, na, hat sogar geklappt. Okay, wir rushen hier eigentlich richtig durch. So. Dann würde ich sagen, dann wäre das erstmal eine kleinere Folge gewesen. Wir haben Florencia vor dem Verbrennen verhindert. Wir haben Pompeji vor der Hungersnot gerettet. Ja, eigentlich perfekt. Das war es auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet mal wieder bei dem zweiten Daumen unter dem Video. Schreibt einen Kommentar als Feedback bitte. Das wäre richtig nice. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.